Herzlich willkommen, moin moin, schön, dass ihr dabei seid, Leute, neue Runde hier vom EA Sports FC. Leider nur ein Unentschieden gegen, doch eigentlich unterlegene Stuttgarter. Heißt, die Bayern sind bis auf 5 Punkte wieder dran, Frankfurt hat auch, aber Frankfurt hat noch ein Spiel. Wie? Posteingang, wollen wir nochmal abchecken. Spieltag. Angebot zurückgezogen. Ja, wir wollen ja auch nicht. So, bitte beachten Sie das folgende Spieler wegen Länderspiel. Deutschland, 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 Spanien, Kunde, Spanien, Spanien, Niederlande. Jugendbericht sanktionisiert. So. Ablehnen. 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 Schon cool eigentlich, ne? Möchte ich alle einfach mal mit reinnehmen, mal gucken, was passiert in der Jugendmannschaft. Nehmen die einfach alle mal mit rein. Mal gucken, was passiert. Wir brauchen auch Spieler, die wir verkaufen, um ein paar Millionen zu verdienen. So, bitte achten Sie, dass neue Spieler angesetzt worden. Aufgrund der ihrer Leistung in der Champions League kriegen wir 9,6 Millionen Preisgeld. Ja, durch die ganzen neuen Jugendspieler haben wir natürlich jetzt ein bisschen mehr Bedarf. Aber wir suchen ja immer noch nach guten Defensivcoaches. Die es leider nie gibt. Schalke. Werte nochmal Vorbericht, ne? 74, 73, 72. Das schon nicht ganz so gut. Jetzt ziehen wir unsere Standardübung schnell durch, damit wir schnelle Spiele haben. Dass ich wie früher mal Probleme hatte mit dem Abwehrspieler. Und jetzt, wenn man ordentlich läuft, ist der Abwehrspieler so gut wie gar nicht mehr zu sehen. Reicht gerade so. Dann wollen wir da auch nicht lange warten, wir wollen ein bisschen was schaffen, ne? Wie ich schon mal sagte, ohne die Pressekonferenz wären wir auch schon fertig mit der Saison. Können Sie die Meisterschaft holen? Wir kämpfen bis zum Schluss. Der Druck ist für uns kein Problem. Sehr glücklich. Endlich mal eine neue Antwort. Haben wir noch nie gegeben, die Antwort. Jetzt sind Sie überrascht. Kann Borussia Dortmund erneut gewinnen? Auf jeden Fall. Schalke. Aber ich glaube, wir werden sie nicht wieder so, ne, werden sie nicht so krass abfertigen wie letztes Mal. Ist Ihr Team genauso hungrig wie der Gegner? Unsinnige Frage. Oh, unsinnige Frage. Anstoß. Leute, Anstoß. Auf 04. Ein Spiel, das es in sich hat. Ein Spiel, das eine Menge verspricht. Willkommen in der Arena auf Schalke, liebe Fußballfans. Ich darf Sie herzlich zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Ich bin Wolf Fuß. Gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute geht es um ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Spannende Geschichte hier, Wolf. Ich denke, beide sehen das als wichtige Aufgabe. Beide wollen überzeugen. Beide wollen den Sieg. Da haben sie die Chance. Auf ihn ist Verlass. Schöner Block. Hey!
hier gut in den Rückraum gespielt. Ja, geblockt, aber weiter genau hinschauen. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Könnte die Führung werden. Gute Abwehr. Er zeigt vollen Einsatz und blockt auch diesen Schuss. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Ah, schon drei Torchancen hat er in den ersten 10 Minuten. Oh Gott, ich sollte nach links und Brand spielen. Karim Adeyemi. Das war eng, aber er hat ihn. Wir schalten kurz ins Studio, denn es gibt ein Tor im Spiel von Eintracht Frankfurt. Ja, wir haben hier das erste Tor für Eintracht Frankfurt. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 12 Minuten. Danke für dieses kurze Update. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Setzt sich durch. Die Schalker holen sich den Ball zurück. Jetzt die Chance. Nur aber. Tor für Borussia Dortmund. Also gehen wir in unseren fünften Anlauf heute. Und hier sehen wir, gut nachgesetzt natürlich, ne? Und Wolf am Ende hat er auch also nicht, darf man ja auch nicht dribbeln vor der Acht, ne? Das sagen wir im Kinderfußball schon. Ne? Nicht vor dem Tor irgendwie so, ne? Weg mit dem Ball. Vom Tor nicht dribbeln oder irgendwas komisches versuchen. Dann wieder weg. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Genau so wie das gerade. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Tonali. Davis am Ball. Ball wird geblockt. Klasse Einsatz. Faires Tackling. Sieht nicht ungefährlich aus. Yes. Zweite hohe Vorsprung also für den Mokoko abgefälscht, ne? Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Vielen Dank. Mokoko ist das. Auch wahrscheinlich vielen Dank. Sie sind nach wie vor am Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Aber dann wird doch nichts draus. Gut gesehen vom Brand. Yusufa Mokoko. Aber nicht mehr viel zu machen. Wollen wir auch nicht. Schalke. Die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Mit drei Toren ist der BVB jetzt vorne. Das Spiel geht weiter. Der Ball erstmal abgefangen. Erste Halbzeit läuft ganz in ihrem Sinne, Buschi. Ist eigentlich alles optimal gelaufen. Sieht sehr gut aus. Was soll da noch schief gehen? Sie liegen klar vorne, machen hier, was sie wollen. Aus meiner Sicht eine erste Hälfte vom Allerfeinsten. Besser geht's kaum.
So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Jetzt Moukoko. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Der Angriff ist beendet. Ja. Wollte zu viel. Ich wollte noch einen Lupen rein erzielen. So, damit war es das für diese erste Hälfte. Die Dortmunder liegen in Führung. Sie gehen hier einem Sieg entgegen. Der BVB hat hier bisher alles im Griff. Klare Führung. Wir machen weiter mit dem zweiten Spielabschnitt. Moukoko ist das. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Jetzt hier Reingabe. Ball kommt an den Lang. Nah vor das Tor. Und den Ball hält der Torhüter fest. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für den FC Schalke. Dann geht es auswärts gegen Hoffenheim. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Warum nicht? Jetzt können sie kontern. Julian Brandt. Bam. Und das nächste Tor, das ist natürlich stark. Sie lassen nicht nach. Schalke 04. Lassen Sie noch an, Anstoß machen. Wir sehen den Konter. Und dann macht er das super aus. Der Art ist ganz wichtig im Tor. Ja, er kann natürlich zufrieden sein. Klaus. Ja, eigentlich alle glücklich, ne? Unser Torwart mal wieder spielen dürfen. Unterberg hat sich gerade gefreut, dass er so viel spielt. Dann kann er auch rechtzeitig raus. Jemi und Rainer. Ja, ne? Deutliche Führung, genau so hat er sich das gehofft. Ball wird abgefangen. Toller Pass. Moukoko. Das ist Daniel Mahlen. Weiter zu Moukoko. Sein Timing Foul. Ist schon klasse. Abwehr kann klären. Ja, Spieler schon, ne? Da gibt es Vorteil für den BVB. Sie können es machen. Da ist der Block. Betrug. Ball kommt nicht durch. Ball ist bei Julian Brandt. Ist das die Chance? Blockt ab. Den Ball hat er. Jetzt wissen wir, mit wem es der BVB als nächstes zu tun bekommt. Ja, es geht gegen Leipzig im nächsten Spiel. Ja, es wird schwierig. Da werden sie Punkte holen, da bin ich sicher. Leipzig ist so schlecht, Curry. Studio, denn es gibt ein Tor im Spiel von Eintracht Frankfurt. Wir haben hier den zweiten Treffer für Frankfurt. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind hier 69 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Pass wird abgefangen. Boah, gut abgegrätscht. Steilpass kommt gut. Abseits, keine Frage. Steilpass kommt zu spät. Da war die Lücke. Ja, ich denke, Steilpass kommt gut. Steilpass kommt zu spät. Ja, das müssen Sie besser machen. Können Sie ja auch. Haben wir alles schon erlebt. Ohne Probleme der Ball zurück. Kunde.
Im Spiel von Mainz ist ein Tor gefallen. Im Studio jetzt alle Infos dazu. Wir haben hier den zweiten Treffer für Mainz 05. Der neue Spielstand heißt damit 2:2. Oh, ich wollte in die Mitte. Spielt sind 77 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Er zwingt diesen Ballverlust. Wir bekommen hier gleich den Schlusspfiff in diesem Spiel, in dem eine klare Führung für die Gäste auf der Anzeigetafel steht. Der Vorsprung ist erheblich. Ja, was soll da noch passieren? Nee, nee, die Sache ist durch. Entscheidung ist gefallen. Das wird ein Sieg. Ach Quatsch. Den sah ich eigentlich nie gefährdet. Aber dass unsere zweite Mannschaft hier praktisch unsere ganzen Auswechselspieler nicht ein Tor schaffen, das glaube ich schon ein bisschen. Davis. Eine Minute wird jetzt noch oben draufgepackt. Riesenchance. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Was? Wie kann man so eine Chance noch abhalten? Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos. Und damit eine Schalke mal wieder Aufbaugegner, ne? Danke, dass Sie so kurz. Ein sicherer Punktlieferant. Keine Chance für Benzbeini. Das Team ist der Star. Hat heute 2 Tore gemacht. Insgesamt eine tolle Leistung. Dortmund ist bei 2 ohne Niederlage. Wir sind aus guten Gründen unbesiegt. Ach ja, immer wieder sehr. Ja, sehr gerne. Leipzig 53 Punkte. Guten Morgen, danke fürs Einschalten. Na, Benzi Baini. Bin stolz auf dich. Abbrechen. Zentrale. Also, Tabelle, die Leute. 5 Punkte vor den Bayern. Es sind noch 9 Spieltage. 8 Spieltage. 24 mögliche Punkte. 7 Punkte ist Frankfurt hinten. €20 Millionen Transferbudget hatten wir noch. Oh, ach hier Länderspielpause. Fischer? Ich glaube, den wollten wir verkaufen, ne? Kann man wohl annehmen. Da hätten wir noch ein bisschen mehr raushandeln können, aber egal. Mannschaft, Jugend. Jetzt haben wir doch wieder einen ganz guten Jugendkader hier am Start. Ihr Torhüter alleine hat's. Würde ich sagen, könnten wir unseren jetzigen eigentlich mal versuchen zu verkaufen. Und dann würden wir einen neuen mit reinnehmen, ne? Moin, moin. Warte mal. Wo ist denn das? Mannschaft. Teamzentrale. Oh, wenn es die Produktion gibt, ne? Donnerstag, vielleicht nächste Woche Donnerstag. So. Den Schulz versuchen wir zu kaufen. Der müsste eigentlich als Jugend gelten, ne? Transferliste setzen. Der ist ja immerhin schon 17 mit 61er Stärke. Und hat jetzt ein paar Spiele bei uns gemacht. Also eigentlich müsste man von dem ein bisschen Geld kriegen. Hofmann müsste eigentlich auch als Nachwuchsspieler gelten, ne? Nehmen wir nämlich wieder andere Jugendspieler, sonst wird hoch. 420.000 wechselt. Ja, ein D-Level.
So, okay, hat dann adressiert Lenny Schulz. Das ist unser Torwart, ja, für 1,25. Mach mal. Das machen wir. Dann kann man nämlich überlegen, welchen anderen Torwart wir denn in die erste mit reinnehmen, ne? Ein 92 ist ja der größte. Vierundneunziger Potenzial. Warten wir es mal ab. Versuchen wir mal ein bisschen mehr noch rauszukriegen. Egal, passt schon. Oh, Pokal. Bayern hat gespielt, hat gewonnen. Nur noch 2 Punkte Unterschied. Wir waren die ganze Zeit oben, ne? Jetzt nicht 4 Punkte Frankfurt. Also die ziehen aber auch echt mit, ne? Das ist schon krass. Das setzt uns schon ein bisschen unter Druck. Das haben die auch mit Absicht gemacht. Das setzt uns stark unter Druck, weil wir sehen, wenn wir jetzt verlieren sollten, was ja nicht passieren wird, ne? Aber dann wären nur noch 2 Punkte und dann spielen wir noch direkt gegen die Bayern. Ne, hatten wir schon, ne? Verlieren und die werden Meister. So wollen wir das auf keinen Fall haben. Ich weiß auch noch nicht, wie wir tatsächlich, was für ein Transferbudget wir nächste Saison kriegen und ob wir dann sagen, ja komm, ne, die spielen wir auf jeden Fall noch. Dann versuchen wir aber irgendwie Bellingham, Haaland, irgendwie solche Spiele mal wieder zurückzuholen und die mit einzusetzen. Wobei unser Team ist top, ne, das muss man ehrlich sagen. Wir haben das sehr gut mit jungen Potenzialspielern aufgefüllt, mit bezahlbaren Topstars in jungen Jahren, wo man noch, ne, ein bisschen Potenzial sieht. Zu früh. Echt aber. Gut, machen wir noch schnell die Pressekonferenz. Ich danke fürs Kommen. Wir können dann jetzt mit den Fragen beginnen. Wir schätzen die Chance mal. Wir waren. Mögen die besseren gewinnen. Es ist alles drin. Das finden sie, macht die Mannschaft wieder sehr glücklich. Gut, Leute, das Spiel. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Bis zum nächsten Spiel. Bis dann und tschüss.